herzlich willkommen zur Sendung Frauen wie wir. Ich freue mich über jede Person, die heute eingeschaltet hat und wünsche eine segensreiche halbe Stunde. Ich bin Eliane Bartel und moderiere die heutige Sendung für euch. Ich begrüße heute hier im Studio Frau Valeria Sawatzki und mit ihr unterhalte ich mich zum Thema unerfüllter Kinderwunsch. Herzlich willkommen, Valeria, hier bei uns. Danke. Wir schalten eine kurze Pause ein und dann steigen wir hier gleich ins Thema. Valeria, könntest du dich einmal vorstellen? Ja, ich bin Valeria Wiebe-Sawatzki. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus der Kolonie Merno. Verheiratet bin ich etwas mehr als 10 Jahre mit Bastian Sawatzki und wir haben einen Sohn, der erst noch nur 8 Monate alt ist. Von Beruf aus bin ich Physiotherapeutin und ich arbeite im Krankenhaus von Loma Plata. Valeria, ihr habt lange mit einem unerfüllten Kinderwunsch gelebt. Kannst du uns erzählen, wie lange es war und wie ihr diese Zeit erlebt habt? Ja, uns war von Anfang an klar, dass wir Kinder wollten. Aber dieser wirklich konkrete Kinderwunsch, der begann bei uns vor ungefähr 7 Jahren. Wir haben dann etwa 6 Jahre in dieser Wartezeit gelebt. Das war eine sehr schwere Zeit, besonders die letzten 3, 4 Jahre. Ich würde sagen, die letzten 3 Jahre waren ziemlich schwer, weil dann hatten ja wir schon so etliche Zeit damit verbracht, zu beten und zu hoffen und zu warten. Meine Freunde bekamen eine nach dem anderen Kinder und wir saßen dann noch und warteten auf unsere Gebetserhörung. Ja. Wir haben diese Wartezeit genutzt, um Gott zu fragen, welches sein Weg und welches sein Plan mit uns war. Wir haben viel für dieses Kind gebetet und das schien manchmal so, als sollte man aufgeben mit der Hoffnung. Aber irgendwie war immer wieder diese kleine Hoffnung da, dass Gott doch irgendwann unser Gebet erhören würde und uns doch ein Kind schenken würde. Klar hat dieses Thema auch so manche Krisen in unsere Ehe gebracht. Aber gerade diese Krisen haben letztendlich auch dazu gedient, dass unsere Ehe dadurch stärker werden könnte. Es war eine lange Zeit, aber auch eine schöne Zeit für uns. Ja? So wie man so schön sagt, die Hoffnung ist das Letzte, was man aufgibt. Ja? Genau. Ja. Gab es auch Zeiten, wo es wirklich schwierig wurde, für dieses Wunder zu beten? Ja, wir haben sehr zeitweise gebetet. Manchmal hatten wir so richtig Mut und Kraft und beteten auch dann fast jeden Abend dafür. Aber es hat auch lange Zeiten gegeben, wo wir nicht gebetet haben darüber. Das war nicht eine Sache, die wir ständig gemacht haben. Das war immer so mal mehr und mal weniger. Ja. In dieser Zeit des Wartens, Valeria, welche Hilfen habt ihr von Familie, Freunde, Ärzte oder auch von der Gemeinde bekommen? In der ersten Zeit haben wir mit keinem frei darüber gesprochen. Ich glaube, es waren die ersten 3 Jahre, die wir sozusagen geschwiegen haben über dieses Thema. Haben wir dieses Thema mehr oder weniger für uns behalten. Aber bald darauf, das war so im 3., 4. Jahr, haben wir dann unsere Familie und auch einige Freunde eingeweiht in diesem Thema. Diese haben uns dann auch immer wieder Mut zugesprochen, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben sollten. Und sie waren auch immer bereit, die waren immer bereit, uns zu unterstützen oder uns für uns zu beten. Ja. Klar hat ja das auch immer wieder Menschen gegeben, die sozusagen unsensibel mit diesem Thema umgegangen sind, haben manchmal Kommentare gelassen, die nicht unbedingt schlechtmeinend waren, aber die doch verletzend sind, so wie zum Beispiel sagte eine Person, ihr und Kinder, die Hoffnung habe ich schon längst aufgegeben. Oder eine Person sagte sogar zu uns, dass sie mal sollten von der Gemeinde her den Prediger vorbeischicken, wie es damals gemacht wurde, um zu sehen, was jetzt wirklich das Problem bei uns ist. Und so, solche Sachen, die nicht schlechtmeinend sind, aber doch
wehtun, wenn man betroffen ist gerade. Ja. Vor 3 Jahren suchten wir zum ersten Mal ärztliche Hilfe. Diese haben dann auch immer wieder ihre bestmöglichen Ratschläge gegeben. Sie haben uns auch immer wieder konkret Sachen genannt, die wir tun konnten, um die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen. Garantiert haben sie uns aber niemals eine Schwangerschaft. Medizinisch gesehen hatten wir damals nicht Chancen, ein Kind zu haben. Ja? Die Ärzte sind ja auch ganz verschieden damit umgegangen. Einige Ärzte, die gaben uns Mut und sagten auch, dass es möglich war oder dass es ein Wunder gibt oder dass es ein Wunder geben könnte. Mhm. Aber andere, die haben uns dann auch immer die Füße weggeschlagen. Die sagten, sind keine Chancen da. Mhm. Mir ist nicht bekannt, dass in unserer Gemeinde Hilfe geboten wird auf dieser Ebene. Mhm. Aber wir haben ehrlich gesagt auch niemals in der Gemeinde Hilfe gesucht. Mhm. Daher würde ich nicht wissen, ob die irgendeine Hilfe anbieten oder nicht. Mhm. Mir erzählte vor einiger Zeit eine Frau, dass sie interessiert war, ein Projekt zu starten für Frauen, die mit diesem unerfüllten Kinderwunsch leben. Mhm. Ich würde dieser Frau Mut machen wollen, diese Idee doch durchzuziehen, weil es gibt bei uns Menschen immer mehr Frauen und immer mehr Ehen, die von diesem Thema betroffen sind. Wir gehen in eine kurze Pause und dann machen wir hier weiter. Wenn du an diese Wartezeit zurückdenkst, ist da irgendein besonderes Erlebnis, das dir in den Sinn kommt? Ja, immer wieder haben ja die Menschen verschieden auf dieses Thema reagiert, als wir das dann mitteilten. Mhm. Aber ich erinnere mich daran, als ich meiner Oma das erzählte, die wohnt in Brasilien, das war ungefähr vor 2 Jahren, 2,5 Jahren wird es ungefähr sein, als ich ihr dann unter Tränen erzählte, dass wir sehr geringe Chancen hatten, ein Kind zu haben und mhm. dass unser großer Wunsch aber war, Kinder zu haben, reagierte sie auf ihre Art und Weise mhm. ganz speziell. Sie ist eine, ich würde sagen, kalte Person, genauso wie ich auch bin. Mhm. Und sie sagte einfach nur zu mir, ich werde beten für euch. Und wenn dieses Kind erst da sein wird, komme ich euch besuchen und lerne mein Urgroßkind kennen. Ich reagierte nicht viel was darauf. Aber das ging mir ganz tief, dieses. Meine Oma, die eine kalte Frau war, mhm. sie ist eine kalte Frau, aber eine sehr gläubige Person. Mhm. Sie sagte einfach nur ganz klar, ich bete für euch. Und wenn das da ist, komme ich euch besuchen und stellte das nicht mal in Frage, ob das jetzt passieren würde oder nicht. Sie hat einen ziemlich starken Glauben. Mhm. Und danach ist sie gekommen? Ja, sie kam dann im Oktober, waren meine Oma und Opa beide hier. Mhm. Sind auch schon ziemlich älter. Sie hatten sich schon vor 4 Jahren vorgenommen, niemals mehr zum Chaco zu kommen, weil es so anstrengend war. Aber dieses Großkind war dann der Grund zum doch noch einmal den Chaco zu besuchen. War eine sehr schöne Zeit mit Ihnen hier. Du hast Gott etwas versprochen, was für dir sehr schwer ist. Wie ging es dir damit und was hat dieses Zeugnis mit dir gemacht? In 2017 sagte ein Arzt zu uns ganz direkt, dass wir unter den damaligen Umständen keine Chancen hatten, ein Kind zu haben. Mhm. Diese Aussage war für uns sehr hart. Mhm. Weil bis dann hatte uns noch nie ein Arzt so direkt konfrontiert mit der Situation oder mit dem Thema. Mhm. Daraufhin versprach ich Gott, dass wenn er uns ein Kind schenken würde, wenn er dieses Wunder an uns zulassen würde, würde ich ein Zeugnis darüber geben.
Du kennst mich gut genug, Eliane, um zu wissen, dass ich kein großer Redner bin, dass ich kein guter Redner bin und dass ich eine panische Angst habe, vor Menschen zu sprechen. Daher ist es für mich immer wieder eine große Herausforderung, dieses Zeugnis zu bringen. Aber gleichzeitig bringt mir dieses Zeugnis auch eine gewisse Sicherheit oder eine gewisse Freiheit, mit Frauen zu sprechen, die in der ähnlichen Situation stehen und uns somit auszutauschen. Ja? Wie verlief dann die Schwangerschaft und die Geburt? Wie hast du Gott in dieser Zeit erlebt? Ich hatte ja mich schon oft vorgestellt, wie das sein würde, wenn wir schwanger sein würden oder wie meine Reaktion oder meine Freude sein würde, wenn wir erst endlich einen positiven Schwangerschaftstest haben würden. Aber dieses kam letztendlich ganz andersrum als vorgestellt. Als wir uns erst von dem Schock erholt hatten, und dieser Schock dauerte bei mir 2 ganze Wochen, dann konnten wir eine sehr gute Schwangerschaft genießen. Die Schwangerschaft, die verlief sehr gut. Und die Geburt, würde ich sagen, die geschah auch ohne weitere Komplikationen. Wie wir Gott in dieser Zeit erlebt haben, ich würde sagen, ziemlich intensiv. In der Wartezeit war ja diese Enttäuschung da, dass wir beteten und nicht erhört wurde, würde man dann so sagen, ja. Und nachher erlebten wir Gott als einen vertrauensvollen Führer, der Großes vorhatte mit uns. Er hatte ja uns ein reales Wunder geschenkt. Wir erlebten Gott als einen treuen Gott, der heutzutage auch noch Wunder tut, der Gebete erhört und der immer für uns da ist. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's hier weiter. Welche Schlussfolgerung würdest du aus diesem Erlebnis ziehen, Valeria? Vor unserer Schwangerschaft hatte ich dieses falsche Denken über Wunder. Ich stufte Wunder in kleine Wunder und in große Wunder ein. Die kleinen Wunder waren für mich eher diese, was wir so im Alltag erleben, diese, die man schon mehr oder weniger selbstverständlich nimmt. Und die großen Wunder waren für mich diese Wunder, die Gott zugelassen hat zur Bibelzeit, dieses Blinde sehen, Lahme gehen und im hohen Alter werden noch Kinder geboren. Gott hat mir mit diesem Erlebnis gezeigt, dass er heutzutage auch noch diese große Wunder zulässt, dass es für ihn nicht kleine und große Wunder gibt und dass es für ihn in Wirklichkeit eine Kleinigkeit ist, ein großes Wunder zuzulassen. Wir müssen nur Geduld haben und Vertrauen darauf, ja? Ich habe gelernt, dass Gott mit uns einen ganz klaren Plan und einen ganz klaren Weg hat, auch wenn dieser manchmal etwas anders aussieht, als wir uns den vorstellen. Und Gott hat mir auch gezeigt, dass er heutzutage immer wieder Gebete erhört, auch wenn es manchmal etwas länger dauert, als wir uns das wünschen. Habt ihr euch auch Ziele mit eurem Kind gesetzt? Und wenn ja, welche? Ja, wir haben uns ganz klare Ziele gesetzt, wie die meisten anderen Eltern auch. Wir wollen unser Kind die christlichen Werte vermitteln und ihm versuchen, so gut wie möglich diese auch vorzuleben. Wir wollen ihn nach Gottes Willen und Weisungen erziehen. Und wir wollen ihn mit Liebe und konsequent erziehen, damit er auch zu einem selbstständigen und verantwortlichen Menschen heranwachsen kann. Hast du ein Wort für Frauen, die sich innigst ein Kind wünschen? Aus Erfahrung weiß ich, dass es oft schwere Zeiten gibt in dieser Wartezeit. Das sind schwere Zeiten, wo man die Hoffnung verliert, in denen man keine Kraft und keinen Mut hat zu beten und wo man einfach nur aufgeben will. Daher möchte ich diesen Frauen Mut machen, sich doch eine Vertrauensperson zu suchen
um mit dieser über das Thema zu sprechen, um zu beten darüber, mhm. einfach nur um sich mal auszulassen mhm. über die Gefühle, die man dann so hat. Ich habe gelernt, dass das Sprechen über dieses Thema ziemlich schwer ist, mhm. aber das Schweigen ist noch viel schwerer. Mhm. Daher würde ich den Frauen Mut machen wollen, spricht darüber, haltet das nicht nur für euch, ignoriert das Thema nicht. Und ich möchte euch ganz besonders viel Mut wünschen, durchzuhalten im Gottvertrauen und auch im Gebet. Mhm. Ich möchte euch noch einen Vers mitgeben, der uns sehr viel bedeutet hat in der letzten Zeit. Der steht in Hebräer 10, Vers 35 und 36. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Vielen Dank, Valeria, für deine Offenheit. Danke, dass du dieses so persönliche Thema mit uns geteilt hast. Und somit sind wir am Schluss dieser heutigen Sendung angekommen. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich danke RCC für diese Sendezeit. Und die Wiederholung dieser Sendung sehen Sie am Sonntag um 18 Uhr. Dieses war Frauen wie wir, Glauben und Leben. Musik.